Pfingsten, meine Lieben, ein besonderes Fest, das kein Mensch versteht. Heiliger Geist, was soll das denn sein? Diese Geschichte von den Jüngern, die sich ja quasi eingesperrt haben aus Angst vor dem, was da draußen geschieht und die sich plötzlich heraustrauen, weil sie voller Begeisterung sind, hat schon damals die Reaktion hervorgerufen, die sind ja wohl besoffen. Heiliger Geist, etwas, was mitreißt, was Gemeinschaft schafft. Und so sagen viele Leute auch, das sei der Geburtstag der Kirche. Nun ja, da muss man schön vorsichtig sein. Ja, der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen mit Sicherheit, nämlich ohne diese Gemeinschaft, ohne diesen Geist, der die Jünger herausgetrieben hat, gäbe es ja überhaupt diese Gemeinschaft nicht. Aber ob es immer unbedingt der Geburtstag einer Institution ist, die sich immer mehr versteinert und sich auch ein bisschen bewegungslos verhält, das kann man ja kritisch hinterfragen, je nachdem, wie man Kirche denn persönlich erlebt. Muss man ja nicht so erleben, um Gottes Willen. Und vielfach ist das Klischee ja viel stärker als die Realität wirklich, weil viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen machen da wirklich eine super Arbeit. Aber ja, manchmal ist das Klischee eben stärker. Pfingsten, Geburtstag der Kirche, der Geist. Und da fragt man sich denn, was ist denn mit dieser Einheit, dieser Verbundenheit der Menschen untereinander, die mit einem Ziel arbeiten? Haben wir das eigentlich noch? Haben wir das noch in unseren Gemeinden? Haben wir das noch in unserer Gesellschaft? Oder haben wir da ein anderes Leitbild? Wir denken darüber nach, bei diesen Gedanken zum Pfingst-, Sonntags- und Montagsgottesdienst. Ich mache heute nur mal einen. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Ich lese uns aus Psalm 118. Das ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmücket das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott. Ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewiglich. Ein Lied, das sich von diesem Psalm hat inspirieren lassen, gibt auch noch andere, Secha Yom Asah Yahweh, das ist der Tag, den Gott macht und so weiter und so fort. Ein Psalm, der auch schon begeistert hat, schmücket das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Früher etwas ganz Besonderes, eine Aufforderung quasi, alles so schön zu machen, dass es Gott preist, dass es selbst die Verkündigungssprache mitspricht. Was ist davon übrig geblieben? Manchmal ein ziemlich trauriger Haufen. Manchmal ein Vergessen, was Pfingsten ist das denn? Manchmal bleibt da nichts von übrig. Aber manchmal, da greift uns Gott doch. Und dann erbarmt er sich, wenn man sich auf ihn einlässt. Wenn man seine Kraft im Herzen spürt, die neue Ziele definiert. Und so rufen wir dich an, gib uns Gott deinen Geist, Herr, erbarme. Kyrie eleison. Christe, erbarme dich. Christe eleison. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich über uns. Und begeistere uns. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Guter Gott, Begeisterung steht bei uns nicht hoch im Kurs. Nämlich Begeisterung scheint ja etwas zu sein, was irrational ist, was unvernünftig ist, was zu falschen Zielen führt, weil
Das ist ja alles nicht gut durchdacht. Das ist ja alles nur so gemacht, dass es gibt tausend und abertausend Gründe gegen jede Form der Begeisterung. Es gibt tausend und abertausende Gründe, warum man sein Leben nicht frei lebt. Angst vor dem, was ist. Befürchtungen vor der Zukunft. Ballast, den ich aus der Vergangenheit mitbringe, der mir die Lust am Leben vergällt. Und dann dieses prinzipielle Misstrauen gegen alles, was schön ist, wo man dann sagt, naja, das braucht ja jetzt alles auch gar nicht zu sein. Da kann man ja auch mal drauf verzichten. Ja, man kann auf viel verzichten. Aber nicht auf ein Leben, Gott, das du uns gibst. Ein Leben, das du uns schenkst. Ein Leben, das gefeiert sein will. Jawohl, gefeiert. Und nicht nur im Verzicht. Verzicht ist gut. Übermaß ist nicht gut. Aber auch das Übermaß an Verzicht kann kein Mensch leben. Deshalb, Gott, schenke uns den Geist, das Gute zu erkennen. Den Geist, miteinander begeistert zu sein und uns auch manchmal ein bisschen zurückzunehmen. Aber eben nicht immer. Denn auch du hast dich nicht zurückgenommen, sondern bist hineingekommen in dein Eigentum, in diese Welt, uns zu begeistern. Und die Leute haben gesagt, du bist ein Fresser und Weinsäufer, du Jesus, der du mit Zöllnern und Sündern zusammensetzt. Da kann man auch drauf verzichten. Nein, da kann man nicht drauf verzichten. Denn da, wo du bist, da, wo deine Liebe sich entfaltet, da gibt es keinen Verzicht, da gibt es nur die Fülle. In dir, Gott, und unserem Herrn, Jesus Christus, und dem Heiligen Geist, der davon Zeugnis ablegt und uns selbst diese Erfahrung schenkt. Amen. Ich lade euch ein, das Evangelium für den heutigen Pfingstsonntag und damit vielleicht auch für den Pfingstmontag zu hören. Das Evangelium steht bei Johannes im 14. Kapitel. Christus sprach zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht mehr als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Selig, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lass uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Am Pfingstsonntag wird uns als alttestamentlichen Text ein Text vor Augen gehalten, der quasi so das Gegenpfingsten darstellt. Quasi den notwendigen Punkt, dass Pfingsten überhaupt notwendig wird. Natürlich ist es eine Geschichte altertümlicher Art, die erklärt, warum die Gegebenheiten so sind, wie sie sind, warum wir alle Menschen sind und trotzdem unterschiedliche Sprachen sprechen. Das ist ein Versuch. Letztendlich geht es nicht darum, ob wir das wörtlich nehmen müssen oder nicht, sondern die innere Wahrheit, die darin liegt, die ist immer noch aktuell. Ich lese die Geschichte vom Turmbau zu Babel. 1. Buch Mose, 11. Kapitel. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen.
und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Lass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschen bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lass uns herniederfahren und dort die Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Eine merkwürdige Geschichte, durchaus, von einer einheitlichen Menschheit, die versucht, einheitlich zu bleiben und sich dafür ein Ziel setzt. Ein Ziel, eine Stadt baut und dann einen Turm da hineinbaut, der reicht bis in den Himmel. Wir nennen das insgesamt Fürsorge, Vorsorge. Aber in seiner Zielgesetztheit nennt man das Überheblichkeit. Wir probieren da was, was wir eigentlich nicht können. Und dann kommt Gott hernieder und gilt als der, der die Sprache verwirrt, dass sich die Menschen zerstreuen, dass ihre Einheit zerstört würde, weil sich diese Einheit gegen das Leben, gegen ihn selbst richtet, weil da etwas gebaut und zementiert wird bis an den Himmel herauf, das Selbstbewusstsein eines Menschen, der so fehlerhaft ist, dass ihm das nicht zukommt. Der Turm zu Babel ist eine Idee. Der Turm zu Babel ist eine Ideologie. Die Ideologie von einem Menschen, der sein Leben selbst garantieren kann, der keine Angst mehr haben muss vor dem Tod und der selbst dafür sorgt, dass alles in Ordnung ist. Ein Menschenbild steht dahinter, das uns sehr bekannt erscheint. Ein Menschenbild von einem Mensch, der die Lösung schon irgendwie herbeiführen wird und deshalb vorläufig mal was machen kann, was er jetzt noch nicht einfangen kann, aber dann kann das. Oder auch nicht. Und dann zwingt man alle Menschen unter dieses Gebot zusammen. Wir müssen ein einheitliches Ziel haben. Das muss jetzt geschehen, sonst gehen wir verloren. Kommt Ihnen das bekannt vor? Der Turmbau zu Babel, unsere politischen Lösungen heute, die alle Menschen zwingt und dadurch eigentlich genau das hervorbringt, was man nicht will, nämlich, dass die Einheit darüber zerbricht. Weil der Zwang zum einheitlichen Ziel stärkt die Kräfte, die zentrifugal sind. Die Kräfte, die sagen, aber ich möchte doch meinen eigenen Willen behalten. Ich möchte doch nicht nur in die Richtung gehen, die mir vorgegeben wird, quasi uniform marschierend, sondern ich möchte mein Leben selbst gestalten. Und aus diesem Willen heraus zerbricht quasi das gemeinsame Ziel, weil das gemeinsame Ziel so vergewaltigend ist, dass wir es nicht leben können und weil das gemeinsame Ziel so vergewaltigend ist, dass es uns auseinandertreibt. Das Ähnliche erleben wir heute. Wir verlieren die gemeinsame Sprache. Und so sind die Appelle, die wir hören, so fruchtlos, weil die Menschen sich längst nicht mehr verstehen in dem, was sie wollen und auch nicht mehr verstanden werden wollen von der anderen Seite, weil nämlich ihre Argumente nur dazu dienen, die Leute unter die Knute des eigenen Ziels zu beugen, die man sowieso schon hat. Man sagt nicht dem Gegner etwas, sondern man sagt das für die eigene Gruppe, um zu zeigen, wie toll man ist, dass man dieses Ziel hat, und die anderen eben nicht. Wenn man die gesellschaftlichen Ziele zu starr und zu groß macht
und sie dann auch noch mit Angst verbindet, dann passiert genau das Gegenteil von dem, was man will. Dann zerbricht nämlich die Einheit, weil keiner will sich dauerhaft Angst machen lassen. Und keiner will dauerhaft fremdbestimmt sein. Und keiner will dauerhaft erzählt bekommen, dass er an allem schuld ist und deshalb dafür büßen muss. Etwas, was Kirche leider jahrhundertelang gemacht hat. Nein, wir verlieren die gemeinsame Sprache. Und das Zerbrechen auch der Kirchen in unterschiedliche Konfessionen ist auch ein Zeichen dafür. Wenn eine Kirche sagt, sie allein hätte die ganze Wahrheit, dann geht es wie mit dem Turmbau zu Babel, dann verwirrt sich die Sprache. Und vielleicht ist das wirklich Gottes Gericht, da wo wir uns überheben, dass unsere Sprache sich verwirrt, dass wir keine Gemeinsamkeit mehr finden und da, wo wir glauben, unser Leben wirklich sichern zu können durch eine besondere Aktion, dass es gerade da daneben geht. Weil so sind wir nicht, so sind wir nicht geschaffen und so sollten wir auch nicht sein wollen. Nein, wenn wir handeln, dann sollten wir begeistert handeln, aber nicht aus dem Geist, den wir uns selbst entwickeln, den wir uns ja auferlegen, aus einer Angst heraus, dass alles schief gehen könnte, dass ich mich anstecken könnte, dass die Welt untergeht und so weiter und so fort. Die Szenarien sind ja mannigfaltig, von dem Klimawandel bis irgendwelche Kometen, die kommen. Oder was weiß ich. Nein, die Freude am Handeln für die Welt, das ist es. Pfingsten ist Freude. Pfingsten ist keine Knute, die alles normiert, sondern im Gegenteil, Pfingsten führt aus der Enge der Selbstverschlossenheit der Jünger hinaus in die Weite der Welt. Und in dieser Weite der Welt erlebt man die unterschiedlichsten Menschen. Wir haben das in der Apostelgeschichte, wir haben das in den Paulusbriefen zu lesen bekommen. Da begegnet man den Menschen und Paulus hat gesagt, den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, hol die Leute doch ab und begeistere sie für die neue Sache und leg ihnen keine Dogmata auf oder dieses und jenes und versuch mal, dass sie leben, dass sie ihren Glauben leben aus einer Begeisterung für das Leben heraus und nicht aus einer Angst verloren zu werden. Und das ist in der Kirche so schief gelaufen. Aus dieser Freude ist Struktur geworden, aus dieser Freude ist Angst geworden, aus dieser Freude ist Bedrohung geworden. Und das macht uns kaputt. Aber auch die Gesellschaft. Nämlich, die Kirche kann sich nie aus dieser Gesellschaft rauswinden, sondern wir sind ja immer Teil davon. Und wenn wir keine Begeisterung mehr finden, Pfingsten, Begeisterung von Gott, dann können wir auch in diese Welt nicht ausstrahlen und dann lassen wir diese Welt so, wie sie ist. Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir uns nochmal begeistern lassen vom Leben? Die Frage stellt uns Pfingsten immer wieder. Die Frage stellt uns Gott jeden Tag. Und deshalb heißt das auch Evangelium. Gute Botschaft und nicht Gesetzbuch. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam das Gebet sprechen, das uns Jesus zu sprechen gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns mit seinem Geist. Er behüte uns vor allem Bösen, vor aller Angst, vor allem Übel, vor aller Überheblichkeit. Er sei da in unserem Herrn Jesus Christus, in unseren Herzen, dass wir sein Kreuz auf uns nehmen. Denn sein Joch ist leicht. Und in allem Leiden, was uns auferlegt ist, dürfen wir doch wissen, dass er alles überwunden hat, was uns von Gott, von der Freude, vom Ewigen, von der Hoffnung trennt. Amen. Ich wünsche euch tolles Pfingstfest. Ich wünsche euch gute Gedanken und Begeisterung für das Leben. Freude am Leben, Freude aneinander. Macht es gut.